Ja, alright, liebe Leute, da sind wir auch wieder mit der guten Lara Croft und ja. Nicht so sauber, wie man es gerne hätte, aber was soll man machen? Wenigstens sind hier keine Leute mehr. Na gut. Ja, direkt wieder in die Jauche. Super. Oh, ja, wirklich in die Jauche, voll mit Leichengift und dergleichen. Herrlich. Okay, ich habe ein bisschen Schiss Das hier Grab muss in rumzulaufen. den unteren Ebenen sein. Der Aufzug steckt fest. Na toll. Dann stemmen wir es mal auf. Ich bin auf der richtigen Spur. Ich muss den Aufzug nur mit mehr Wucht nach unten befördern. Gucken, können wir ich hier muss rein? irgendwie da durchkommen. Okay. Dann schauen wir mal. Ja. So muss das sein. Oh. Er hat wohl einiges gewütet. Okay, können wir hier jetzt einfach so raus? Ja, sieht so aus. Und Lara, stemmen wir es mal auf. So. Okay. Anscheinend mussten wir hier nur die Tür aufmachen. Na gut. Dann halt weiter hoch. Boah. Über die Toten hier. Okay, Muni haben wir genug. Sehr ungutes Gefühl. Ich muss die anderen Teile lockern. Ah, die anderen Teile noch lockern, okay. Ja. Okay, ich wage es. Und ich habe es geschafft. Super. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig. Ach komm, quäl dich nicht so. Gut geschafft. Ich weiß nicht, ob es mir gefällt. Ich muss noch drei lockern, dann ist der Aufzug wieder frei. Ja. Müssen wir jetzt so lange rumspielen, bis es sich von selbst verabschiedet, oder was? Ach, wahrscheinlich müssen wir das gleich machen bei den anderen. Okay. Schauen wir mal, wie wir das hinkriegen wollen. Na komm. Ah.
Und rüber mit uns. Ah, die Schrotflinte wurde verbessert. Super. Jetzt macht es wenigstens mal Sinn. Okay. Und nochmal Wagen. Gut. Zwei erledigt, noch zwei. Okay. Mal gucken. Von da kommen wir eindeutig heran. Ich habe schon mal eine Idee, wie wir da rankommen. Ach, nur ich habe dann richtig gedacht. Falsch gedacht. Schade. Ich hatte gedacht, vielleicht kann sie sich noch kurz durchzwingen. Schon klar. Nur wie zur Hölle sollen wir da rankommen? Wow. So. Moment mal, hier war gerade was. Ich muss mir den Weg freischießen. Ah. Ach. Okay, falsche. Oder doch richtig? Nee, das sieht irgendwie falsch aus. Ja, das ist richtig. Ach, wahrscheinlich muss ich jetzt wieder hoch und dann... Oh. Immer dieses Hin- und Herlaufen hier. Ui! Oh. Herr im Himmel. Solche Rätsel können teilweise sehr nervig sein. Ja, na gut. Wir haben ja Zeit. Ja, da muss ich dann aber schnell durch. Komm schon. Ich tue es. Haha, geschafft. Jetzt keine Unfälle, Lara. Ha! Jetzt kommst du auch weg! Okay, einen noch, dann kann ich den Aufzug bewegen. Ja, bleibt jetzt nur die Frage, wie soll das jetzt, wie sollen wir den anderen noch erreichen? Wow.
Wow, nicht so weit runter. Puh, sie hat's überlebt. Das ist mal gut. Mal gucken. Wow. Irgendwie muss man also dafür sorgen, dass dieser Teil noch begehbar bleibt. Okay. Oh. Oberkommando an Agent. Stop. Trinity ist besorgt. Stop. Beschaffung des Sternphänomens inakzeptabel. Stop. Sabotage der Operation der Achsenmächte unabdingbar. Stop. Okay. Das ist doch mal nett. Hat man ganz übersehen, ja. Aha. Aha. Jetzt zu wissen. Jetzt wissen wir es endlich. Ja, ich hätte wirklich öfter mal gucken sollen. Na ja, jetzt wissen wir es ja. Na. Clara, komm schon. Benutzt den blöde Konsole, danke. Natürlich. Gucken. Ja. Bingo. Weg mit dir. Ich glaube, das hat funktioniert. Ja, so wie ich mein Glück kenne, sind hier wahrscheinlich jetzt wieder irgendwelche Gangster. Laufe ich eigentlich noch bis da runter. Hier lang geht's doch auch. Hey, ist da jemand? Nein, hier ist keiner. Mann, scheiß drauf, echt. Was zum Teufel mache ich überhaupt hier? Scheiß Teil. Sehen könnte hier. Okay, also hier ist schon mal keiner. Mensch, geh doch mal hier lang, danke. Ach, zum Glück ist er alleine. Tja, der Geist der Insel hat zugeschlagen. Scheiße! Ja, komm nur her.
Ach, das waren sie schon. Okay. Das lief doch mal gut. Na, ob es mir so gefallen soll, dass hier schon wieder Muni in rauen Mengen angeboten wird. Sein. Ich habe ein bisschen Schiss. Aha, alter Teufelshelm. Na super. Oh Mann. Können wir das Katana nehmen? Krieger. Sie waren in Himikos Grab. Sie beschützten sie. Bist du das? Warst du so eine Art General? Du hast Seppuku begangen. Wieso? Es ist wunderschön. Ja. Und noch scharf. Können wir das jetzt echt behalten, oder was? Oh. Interessant. Ich habe die Königin enttäuscht. Das Ritual scheiterte. Die Priesterin wusste, nur der Tod würde sie retten und beging Selbstmord. Nun lebt die erste und letzte Königin ein Halbleben. Eine Seele in einem verwesenden Körper. Ihr Zorn wurde zu den Stürmen und erlischt erst, wenn ihre Seele von der Erde befreit wird. Meine Sturmwache ist auf ihren Schutz eingeschworen. Aber ich kann nicht mehr. Die Seele in einem verwesenden Körper. Das ruft also die Stürme. Um es zu beenden, müssen wir die Leiche in der Ritualkammer vernichten. Zur Hölle soll ich das den anderen beibringen? Ja, die werden uns das nie glauben.